So, Freunde, da sind wir wieder. Dead Space Remake aus 23. Ich hoffe, ihr habt Spaß mitgebracht. Ich plack mich hier ein bisschen mit den Nebenmissionen rum und versuche, die Rigs zu finden von den anderen Leuten. Also von den Angestellten, um mir jetzt hoffentlich ein paar Freigaben einzuholen. Und wir müssen, glaube ich, auf die Krankenstation. Und das finde ich gar nicht cool, weil die Krankenstation ist richtig für den Arsch. Ah ne, wir müssen erst zur Brücke. Okay. Dann kann es sein, dass wir doch freischalten müssen. Danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke an all die Leute, die letzte Folge bewertet oder kommentiert haben. Das freut mich immer total sehr. Das freut mich immer sehr. Ja, hoffen wir, dass wir diese Folge noch ein paar Rigs finden, damit wir da gegebenenfalls ein paar Freigaben erhalten. Und wir werden sehen. Aber ich hatte doch eigentlich freigeschaltet, dass wir jetzt dem anderen wollen, ne? Des ersten Offiziers White. So, wir haben... von Lieutenant Commander, Chef Ingenieur. Das heißt, wir haben noch zwei. Ich suche im Kommunikationsraum nach Braves Rig. Okay. So, jetzt sind wir auf der Brücke. Da wieder was rumschreien hören. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder nach dem Speichern kommt. Hier war nichts mehr. Haben wir leer geräumt. Wenn statt hier wieder gleich so ein Captain Klopsberger um die Ecke kommt. Weil die kosten einen echt viel Nerven, die Viecher. Mal einen mitgeben, das ist auch wirklich tot ist. Jetzt müssen wir wieder woanders hin, okay? Ah, jetzt sind wir einmal hier. Besatzungsrigs benötigt. Ja, gut, dann brauchen wir die ja doch alle. So eine Scheiße. Ach, nee, nee, nee. Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Diese Navigation geht mir richtig auf den Keks. Verschlossen. Ja gut, das können wir uns wohl in die Haare schmieren. Da werden wir nichts mit anfangen können. Na toll. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir das jetzt geschenkt. Wieso, warum sind die denn zu? Wie kriegt man die denn auf? Wahrscheinlich erst später, ne? Gut, dann ist das eine Mission, die kann man erst im Laufe des Spiels abschließen. Dann, ja, da müssen wir wohl wieder zum Maschinenraum. Wieder zur Monorail-Station. Ist ja nicht so, als wären wir da nicht eben gewesen. Ich Idiot, hätte ja direkt beide Missionen machen können in einem. Aber nö, ich muss das alles schön nacheinander machen. Und vor allem dann immer von verschiedenen Standpunkten aus. Ach, du heiliges Blech.
Sektor Maschinenraum. Nicht, dass da jetzt noch irgendwer auf uns wartet, den wir noch nicht kennen. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir uns auf jeden Fall der Hauptmission wieder zuwenden, nämlich diese blöden, ach, die Aufzüge aktivieren. Das ist doch bestimmt dann eben diese Aufzüge da auf der Brücke, ne? Dass wir das machen können. Okay. Hat Klick gemacht. Aber dann ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt zuerst uns hier drum kümmern. Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Kann der gute Isaac mal nach seiner Frau gucken. Irgendwo muss die ja auch abgeblieben sein auf dem Schiff. Wir sind ja jetzt, ist ja nicht so, als wären wir hier nicht schon fast dem ganzen Schiff irgendwie unterwegs gewesen. Nein. Wir müssen ja hier, wo wir haben, glaube ich, noch zwei Stationen, bei denen wir noch nicht waren, ne? Wir haben zwei Knoten, cool. Aber das hier haben wir schon gemacht, ne? Nee. Nee, haben wir natürlich nicht. Das hat er nicht übernommen. Keine Ahnung warum. Wie wir eben gemerkt haben, fehlt uns ein bisschen die Luft. Das Gute ist, wenn man hier Knoten investiert, ist man wieder voll geheilt. Brust ist Gallenflüssigkeit, die auch in anderen Proben vorkommt. Ich sah, wie die Flüssigkeit auf tote oder biopotentische Zellen reagierte. Das tote Gewebe wird absorbiert, wieder zusammengefügt und reanimiert. Die Flüssigkeit teilt genetische Marker mit der menschlichen DNA, ebenso wie der Bewuchs an den Wänden. So. Gefallen war, sodass
Ich dachte, das wäre hier drin gewesen. Ja, ich glaube, dann müssen wir jetzt zuerst die Aufzüge machen, damit wir aufs Abbauen. Damit wir aufs Abbaudeck kommen. So, dann müssen wir jetzt zur Brücke, glaube ich, und dann da mal nachchecken, was abgeht. Brücke. Weil jetzt müssen wir wahrscheinlich durch diesen Raum, wo uns dieser große Typ da die Tür aufgebrochen hat. Wo ich erst noch gedacht habe, geil, die Tür können wir jetzt öffnen, weil wir jetzt Level 2 haben. Ach so, der Türsteher macht uns die Tür auf. Dankeschön. Sehr freundlich. Speichern nur, weil ich keinen Bock habe, dass mir das Spiel abkackt und ich irgendwie dann wieder hier bis hier hinlaufen muss mit der blöden Bahn. Das ist mir echt zu viel Arbeit. Ist auf jeden Fall unausweichlich, dass wir in diesem großen Vieh da noch begegnen. Da werden wir, glaube ich, nicht drum herum kommen. Verdienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht, wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Tschö. Halt! Security! Security! Atriumaufzüge sind jetzt online. Das ging einfacher als gedacht. Schalte das AAS-Kanonenbla frei. Was? Leite die Energie aus dem Abbau um? Leite Energie. Oh Gott, wir müssen dreimal umleiten. Okay, jetzt können wir wieder nach dem Rig suchen, ist das richtig?
Ich habe den Eindruck, als wäre das nicht ganz so klug, hier mit hochzufahren, weil jetzt erwartet uns, glaube ich, die richtige Scheiße. Ich frage mich, welcher Mensch aus Captain Klopsberger erwachsen ist. Was hat der gesagt? Mach, dass du wegkommst? Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verzieh mich, falls das, was es verursacht hat, wieder kommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Oh Gott, hier ist jede Menge Zeug, wo wir Sachen einsammeln können. Mich hier direkt so weit erwartet, hätte ich auch nicht gedacht. Schutzschalter. Verschlossen. Mittlerer Minenarbeiter-Rig, okay. Kann es sein, dass wir damit wieder den, unseren Anzug irgendwie aufpimpen können? War hier hinten nicht irgendwo so eine Bank? Okay. Dann leiten wir hier mal um. Energie der Wasserübertragung an AAS-Kanonen übertragen. Da ist immer noch verschlossen. Die Energie von der Wasseraufbereitung wurde umgeleitet. Irgendetwas muss passiert sein. Alle Zugangstüren sind versiegelt. Schon okay. Wer weiß, was da unten alles rumschwimmt. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Leitet Energie aus, bla rum. Okay, warte, das haben wir jetzt aber umgeschaltet, ne? Aber wir kommen da hinten eh nicht durch. Dieser Kopf, Alter, der da gerade puppetmäßig rumflog, ne? Da bist du auch erstmal ein bisschen vercheckert, weil du denkst, lebt das Kino oder nicht? Der führt woanders hin, okay. Haben wir in mehrere Etagen. Ach du Heiligsblechle.
Okay, das hat sich mal gelohnt. Hier waren Knoten drin. Eintritt ins Vakuum. Auf dem Boden vor dir. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst. Freigabe bestätigt. Laserkanone. Okay, Laserkanone, wo packen wir die denn hin? Wahrscheinlich am besten da, wo wir am wenigsten Munition farmen, ne? Ich meine, wir haben dafür auch nicht viel, aber... Aber ja, mal ausprobieren, ne? Klingt ja nicht schlecht. Da kriegen wir direkt mal Munition, geil, ey. Die Laserknarre aber auch nicht viel gebracht, wenn du so aussiehst. So mehr ist hier aber auch nicht, ne? Nee. So, du kannst doch nach hinten pieksen. Okay, dann kriegt ihr jetzt das ab. So, jetzt nehmen wir mal die Laserknarre. Mal gucken, was die kann. Wird gescannt. Ein schwerer Energieprojektor, der einen kontinuierlich tödlichen Strahl aussendet. Primärfeuer, Asteroidencutter. So, Leute. Wer will was? Hauptsicherung. Was? Jetzt ist die Party vorbei hier. Kühlmittel. Okay, da sollten wir vielleicht nicht reinlaufen. Was haben wir da? Serverwartung. Aushalten, ne? Selbst von so einem Ding, Alter. Ich brauche das Teil nur anzugucken, wäre ich tot.
Hanker Scheiß, die Waffe, ey. Voll, Inventar ist voll. Scheiße. Na gut, wir können mal hier so ein Medipack nehmen. So, wir hatten hier aber noch ein paar Türen, ne? Da hinten ist noch eine Level 2 Box. Weil er will jetzt, dass wir hier direkt wieder rausgehen. Das halte ich für Quatsch. So, die ist jetzt verschlossen. Das ist natürlich nicht so geil. Freigabe bestätigt. Ist wieder auf. Geil. Freigabe bestätigt. Ja, das ist... sehr gut. Gut, dass wir hier noch reingegangen sind. So, der nächste Speicherpunkt ist dann auch unser Cut-Punkt. Das ist unser Cutpunkt. Mal warten, bis der hier die Tür zugemacht hat. So. Puh, so Freunde, da haben wir doch einiges geschafft. Ich glaube, wir können jetzt auch das andere Rick noch suchen. Nee, da waren wir eben, da war die Tür noch zu. Vielleicht kommen wir da jetzt als nächstes hin. Ich danke euch fürs Zugucken, bewerten, kommentieren, gerne gesehen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge, ne? Haut rein, ciao!